Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren meiner Videos. Heute mal eine Ankündigung. Ich freue mich schon richtig dolle drauf. Red Dead Redemption 2 kommt endlich auf den PC. Ja, November, der 5. ist Release. So, und wir könnten es ab Oktober, am 9., also am 9. Oktober, in ein paar Tagen sind das jetzt, können wir das pre-ordern auf dem Rockstar Launcher. Den Rockstar Launcher solltet ihr euch sowieso besorgen, weil da gibt es jetzt bis zum 8. Noch GTA San Andreas kostenlos. Und ich scroll hier mal ganz kurz ein bisschen runter. Achso, ich wollte nur mal kurz zeigen, das ist hier kein Fake oder so von mir, das ist wirklich eine offizielle Seite. Ja, da seht ihr nochmal die Adresse. Es ist wirklich eine echte Seite, eine echte Info und kein Fake. Und ja, freut euch, wirklich, jetzt freut euch. Das ist eine offizielle Ankündigung von Rockstar. So, ja, zusammen mit dem Release wird es ein paar Verbesserungen geben zur Konsolenversion. Wie ihr hier schon seht, ein paar neue Inhalte, grafische Verbesserungen. So, natürlich wird es Red Dead Redemption Online auch geben. So, und wenn ich das jetzt richtig verstehe, es ist immer bei Rockstar, die schreiben das teilweise ein bisschen kryptisch. Wenn ihr das über den Rockstar Launcher pre-ordert, also vor jetzt gleich schon kauft, bevor es released wird, bekommt ihr bis zum 22.10. Ja, 22. Könnt ihr euch noch von diesen 6 Spielen, die jetzt hier stehen, ja. Diese Spiele, die hier stehen, könnt ihr euch 2 aussuchen. So, ich werde da wohl für Max Payne 3 höchstwahrscheinlich gehen, weil das habe ich noch nicht. Und L.A. Noir habe ich auf Steam. Ja, Bully habe ich auch auf Steam. Ich weiß noch nicht, ob es die große Version ist. So ein Grand Theft Auto. Ich habe alle. Ich habe alle seit dem ersten aus den 90ern. Ich habe alle. So, deswegen brauche ich hier nicht mehr. No. So. So, das andere ist, wenn ihr bei einem Rockstar Launcher die Standardversion kauft, da steht jetzt hier dieses Stück hier. Wenn ihr die normale Version kauft, kriegt ihr ein kostenloses Upgrade auf die großen Version, also auf die Premium, wie heißt sie hier, Special Edition und Ultimate Edition. Oder eben halt, ihr kauft gleich die Ultimate und spart $20. Ist natürlich auch ein guter Kurs. Muss man sehen. Ich werde auf jeden Fall die Ultimate irgendwie versuchen zu kriegen. Das wäre natürlich super. Weil ich möchte natürlich so viel Inhalt haben. Das Spiel ist ja sowieso sehr inhaltsreich. Ich habe das schon gesehen auf der Konsole. Natürlich den größtmöglichen Inhalt. So. Dann bekommt ihr halt, wenn ihr das auf dem Rockstar Launcher vorher, also pre-ordert. So, bekommt ihr noch das Outlaw Survival Kit für Story Mode, das heißt also für den Singleplayer, Story Mode ist Singleplayer. So, das Kriegspferd für Story Mode, das müsste, also aus dem ersten Red Dead Redemption, das weiß ich noch, das war das beste Pferd, was man kriegen konnte. So, dann gibt es doch hier eine Schatzkarte im Singleplayer. So, Cash Bonus für Story Mode, also alles für den Singleplayer und ihr bekommt 50 Goldbarren für Red Dead Online. Jetzt ist es so, ich weiß nicht genau, ich bin mir nicht sicher, ob ich Red Dead Online wirklich anfangen werde, weil ich habe den ersten Teil, habe ich versucht Multiplayer zu spielen, gut, das ist 10 Jahre her. Es war nicht dolle, war wirklich nicht dolle. So, und dann ist hier unten noch die Info, wird, also Red Dead Redemption 2 PC wird es eben halt auch noch auf dem Epic Game Store geben. So, denn auf Greenman Gaming kenne ich nicht, weiß ich nicht. Humble Bumble Store, weiß ich, ja, Humble Bumble, weiß ich nicht. So, GameStop, ja. So, und einige digitale Verkäufer. Da wird es eben halt ab dem 23. Zu pre-ordern sein. Und
bei denen anderen, also nur beim Rockstar Launcher bekommt ihr den Bonus hier. Da bekommt ihr das alles. Das alles bekommt ihr, wenn ihr es beim Rockstar Launcher pre-ordert. Und hier bekommt ihr immerhin noch 25 Goldbarren für den Online-Modus. So, und ja, und auf Steam wird es eben halt erst im Dezember zu pre-ordern sein. Also wer das auf Steam unbedingt haben möchte, der wird wohl leider nicht drum herum kommen, bis Dezember noch warten zu müssen, das heißt einen Monat länger. Ja, und hier unten nochmal die Info, ist momentan verfügbar auf PlayStation 4 und Xbox One Systemen. Und natürlich kommt das jetzt auch noch zu Google Stadia. Gut, für unsere Bandbreiten hier weiß ich nicht, ob das mit der Internetverbindung so berauschend ist. Ich bin da sowieso noch nicht überzeugt von, weil ich habe einen Gaming-PC. Ich weiß, was ich stehen habe. Und deswegen Google Stadia wird für mich lange keine Option sein. So, und wie gesagt, hier kommt nochmal, kommt wieder zum Newswire am Oktober, also dem 9. Oktober. Und ja, für Systemspezifikation und so weiter und so fort. Also, ihr könnt euch jetzt wirklich alle freuen. Es ist offiziell, Red Dead kommt für den PC. Und wir können jetzt alle unsere Cowboy-Hüte packen und schön in unsere Ledersessel knallen vor die große Glotze und können uns freuen, dass es dann jetzt endlich auf den PC kommt. Gut, von am Arbeitstisch und an den Monitor. Völlig egal. So. Also, das war's für dieses Video. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist offiziell. Macht es bekannt. Verbreitet es wie ein Lauffeuer. Und freut euch. Also, bis dann.